Einen wunderschönen guten Tag. Ich begrüße auf der Steppenbach. Lang, lang ist her. Ja, es gab ja in letzter Zeit nicht so viele Folgen. Aber ja, ich hoffe mal, dass ich es schaffe und sich das diese Woche ändert. Wenn natürlich das Wetter wieder passt, werde ich schon wieder viel im Garten sein. Und daher gucken wir mal, wie weit wir jetzt hier kommen. Wie viele Folgen wir schaffen für diese Woche. Wir haben Dienstag, wir haben unsere zwei Wiesen wieder einmal gedüngt. Ist ja eigentlich doch fertig gedüngt sein und auch komplett wunderbar. Der Klee kann wieder wachsen. So, wir haben noch eine Mission. Wir haben noch eine Düngemission hier offen. Werde ich natürlich auch noch einen Angriff nehmen. Weil ja, unser Feld wechselt jetzt erstmal wieder. Auch wieder ein bisschen. Und wir werden natürlich, wenn wir unser Feld, werden wir nochmal mähen, alles pressen, wickeln, Ballen wieder verkaufen. Und ich hoffe, mit viel Glück werden wir denn uns auch unser Gebiet kaufen können, was wir denn abholzen werden. Das heißt, wir werden dann auch ein bisschen in den Forst gehen. Und wenn wir den Forst erledigt haben, dann werden wir gucken, was wir an Geld haben. Vielleicht die ersten, Gebäude auf unserem Feld schon mal platzieren. Also auf unseren fertigen Hof denn. Ich mal kurz gucken, ich möchte jetzt hier gerne Dünger drin haben. Dünger müsste eigentlich die hinteren rechts sein. Ich hoffe, es klappt wunderbar. Waren jetzt alle wieder weg, ja? Haben wir jetzt beide drinne. Aber ich denke mal, es wird reichen. Wir müssen jetzt zu Feld 180. Das heißt, wir müssen hier gleich mal irgendwo. Also nicht hier, sondern die nächste links rein. Obwohl, nee, wir können auch mit unseren. Nee, doch, wir müssen hier links rein. Wir können ja gar nicht hinten. Ist jetzt gerade ein bisschen falsch. Wir können hier jetzt wieder rechts. Dann nehmen wir da unseren Waldweg. Den können wir auch zu Feld 180 da hinten. Dann noch ein weites Stück bis dahin. Wie ihr vielleicht mitgekriegt habt, es kam heute wieder keine Ebelsbach-Folge. Wir sind zurzeit, hängen wir ein bisschen hinterher, der René und der Walter und ich, doch mit Arbeit zusammen, mit den Uhrzeiten, wo ich immer so Zeit habe zum Aufnehmen. Ist natürlich nicht immer jedermanns Sache so spät. Natürlich, wenn man einen Termin hat und Arbeit, klappt es auch nicht immer mit den zusammen aufnehmen. Daher haben wir uns erstmal beschlossen, wir pausieren das mal. Diese Woche setzen wir uns nochmal zusammen und werden uns mal ein bisschen bequatschen. Wie wir es denn irgendwie hinbekommen. Das ist auch ein Problem, sag ich mal, jetzt bei, ich will nicht sagen bei den Temperaturen, aber eben bei dem Wetter. Ich auch zurzeit viel im Garten, wenn ich Zeit habe, mit Kinder und Frau. Es ist ja doch, ja, bei uns auf jeden Fall sehr schönes Wetter. Jetzt das Wochenende war es natürlich nicht so schön. Und so ein Sonntag hat es ja komplett durchgeregnet. Außer jetzt zum Abend hin, da war es dann wieder besser. Und ja, die Woche hat sich jetzt wieder gut entwickelt, sage ich mal. Aber ich glaube, wir müssen jetzt hier einfach nur gerade durchfahren. Dann müssten wir eigentlich schon fast bei der 180 sein. Mal, ja. Sehr gut aus. Sieht wirklich sehr gut aus. Ja, viel dazu. Ist natürlich denn, ja, ist halt so, ja. Passt nicht immer mit der Zeit. Aber wir werden auch gucken, dass wir dann auch wieder ein paar Folgen Ebelsbach machen. Wir müssen auch abwarten, wie es jetzt weitergeht mit den Map-Entwicklungen, sage ich mal. Wie und wann die Maps, die denke ich, was um alle Maps, die ich jetzt zurzeit spiele,
Egal, ob jetzt Steppenbach ist. Oh, hier sind wir schon da. Die Steppenbach folgen. Die. Schon. Steppenbach, Holzer Map. Und auch die Ebelsbach sind ja alle Mais Plus Ready. Und ja, davon gibt es ja noch ein Plus Update. Es kommt ja noch die Horse Extension und so alles. Und ja, wenn das alles funktioniert, dann sollen ja auch die ganzen Maps ein Update bekommen. Und bei Map Update heißt es dann auch nochmal einen neuen Spielstand starten. Das ist natürlich dann wieder vom alten Spielstand wichtige Sachen mit rübernehmen. Alles ein bisschen umschreiben. Und dass das auch alles funktioniert, muss man dann natürlich gucken, wie wir es denn am besten machen. Ich möchte natürlich auch so viel wie möglich beibehalten. Das ist natürlich bei der Holzer-Map nicht so einfach, weil die Holzer-Map natürlich viel Grünflächen ist, was ich ja zum Teil schon abgeändert habe. Weiter geht es ja, sag ich mal, hier auf der Steppenbach, wenn wir uns jetzt hier Gebiet oben kaufen bei Feld gegenüber von der 38 von unseren beiden Wiesen, dieses graue Feld zwischen 35 und 13, ist halt so Bäume drauf, das heißt, kommt das Map-Update, ist es natürlich, die Bäume stehen auch wieder da. Das ist natürlich halt so die Frage, wie machen wir es denn am besten? Weil ich weiß auch nicht, wie weit diese Updates schon angeschritten sind, was jetzt als nächstes kommt. Natürlich auch alles so die Frage. Kommen auch extrem viele, was heißt extrem viele, aber es kommen ja doch einige neue Sorten dazu. Darf man ja auch nicht vergessen. Und auf jeden Fall, ich denke mal, es wird auf jeden Fall schön. Ich feiere dieses Mais Plus, feiere ich auf jeden Fall. Macht mir auf jeden Fall sehr viel Laune. Sonst würde ich auch gar nicht mehr, also ich spiele keine Maps mehr ohne. Ich habe auch schon mal erwähnt, es wird ja auch ein neues Projekt noch kommen. Das ist ja dann auf der Hauptfach-Map. Diese wird auch Mais Plus ready. Dennis, der hat ja glaube ich schon soweit alles fertig und hat es bei der FA auch schon abgegeben. Natürlich ein bisschen, aber bei denen ist natürlich ein bisschen was anderes, wo jetzt habe ich vergessen auszumachen mal zwischendurch. Weil die Hauptfach, das sei ja alle, diese spielen, läuft ja alles über Global Company, das heißt auch die Tierfütterung. Das muss natürlich auch alles ein bisschen angepasst werden. Schon mal meine Ideen habe ich dem Dennis auch schon mitgeteilt. Ich habe auch schon mal zwischendurch ein Map-Update bekommen von ihm, habe es mir schon angeguckt. Wollte halt auch alles funktioniert, nur halt die Tierfütterung und sowas ist ja noch nicht alles dabei gewesen bei dem, was ich bekommen habe. Sind ja auch mehrere Tierarten dabei, die es ja in der normalen Map nicht gibt. Da muss man natürlich gucken, wie man denn die Fütterung, sag ich mal, so einstellt, dass natürlich alle, die keinen Maisbus spielen, die trotzdem auf der Hauptfach weiterspielen können und die es nutzen natürlich auch wieder Spaß damit haben. Das ist natürlich auch nicht alles umsonst ist. Mal natürlich sehen, wie es denn weitergeht und, ja, und wie die Entwicklung denn so ist. Definitiv werde ich auf der Hauptfach denn auch mit Season spielen. Und wer damals die Livestream zu mir gesehen hat auf der Hauptfach-Map, ich werde natürlich wieder auf meinem Hof anfangen, auf dem ich bin schon fertig. Warum war ich viel mehr Dünger als verschwenden? So, das können wir abschließen. Zack, abschließen, fertig, danke. So, hatten wir jetzt noch irgendwo? Ne, das ist alles Beinpressen. Oh, hier oben sind auch neue. Und hier ist die Artikel. Auf der 67. Wo ist denn die? Ach, meine blöde Maus, Mensch. Gib nicht den Geist auf. Bleib bei mir. Wo sind die 67? Ach, hier. Oh ja, das sieht gut aus.
Das machen wir. Den nehmen wir an. Fassballen, Wickeln, Silage ist klar und dann zur Scheune wieder. Mieten will ich das nicht. 3-2, sehr schön. Ah, können wir schon auf. Wenn es gut läuft, können wir den auf 100. 155.000. Das heißt, wenn wir denn mit unseren auch so weit sind, dann sollte das eigentlich alles sehr, sehr gut laufen. Ich werde dich jetzt mal hier. Nicht das. Das hier genau. Einmal zum. Wo ist meine Maus hin? Da hinten. So, fahr mal hin. Okay, ich mit dem Klaas, der steht hier noch beim Global Markt. Dann würde ich einmal schnell hinfahren und die Mähwerke schon mal holen. Ich hole die Mähwerke und wir sehen uns dann gleich wieder beim Grasfeld bei der Mission. So, dann sind wir wieder zurück. Wir sind kurz vor der 67, genau. So, wir gucken. Jetzt muss ich mal den aufklappen. Hier müsste jetzt eigentlich hinter den Bäumen. Ja, hier fängt es an. So, hier geht's los. Das ist noch kurz. Nee, bleibt's offen. Du gehst auf. Den schalten wir schon mal an. Den schalten wir auch an. Und dann war es ja so, dass wir einfach nur das drücken und dann geht's los. Oh nee, halt. Guck mal, ich mich noch vertan. Hier so ein Stück daneben. Hier ist erst. Hoppala. Ah, kann ja mal passieren, ne? So. Da sagt er jetzt gar nichts. Das passt. Schön auf dem Feld schon angefangen. Auf der Straße. Ah ja, so ist das, ne? So, sollte auf jeden Fall nicht zu lange dauern, wa? Nicht aus, ob das ja so ein Riesenfeld ist. Ich muss mal kurz mein Mikrofon ausmachen. Will ich ja nicht ins Ohr husten. So. Ah nee, Mensch. Was machst du denn, Mali? Geh doch bis da hinten. Oh. Noch ein Stück. Genau so. Zum kleinen Bach ganz da. Na, mal gucken, wie soll mit dem Ballenwagen denn, mit dem Ballen aufsammeln machen. Mit dem Ballen pressen. Mit der blöden Kurve, die ich da jetzt gezogen habe. Ich sehe mal, die werde ich dann zum Schluss einfach so reinfahren. Wir uns ja merken, wenn wir zum Schluss natürlich wieder so ein paar Prozent haben, die noch fehlen. Machen wir die damit voll. Probe nehmen. Ah, mit der Mission müssen wir den Tag schön rumkriegen und dann dürfen wir vielleicht mit viel Glück am nächsten Tag dann auch schon wieder den Klee fertig haben. Alles gut läuft, sollte ja der Klee definitiv den Platz sein. Ich hoffe auch mal, dass mein Fiat Aki auch mal ankommt. Ich denn mit ihm die Beinpresse herfahren kann. Ich fahre hier nichts verschwinden.
war ein bisschen zu viel. Ah, jetzt habe ich hier vom Rand da wieder das grobe Gras mitgenommen, das will ich schon gar nicht haben. So, na, wenn wir jetzt ordentlich, ja, mal alles weg. Da haben wir es ja in der Folge schon mal geschafft mit dem Mähen, wa? Wenn jetzt nichts dazwischen kommt. Ey, wir sind jetzt auch schon wieder am Ende. So schnell geht das immer. Ich danke auf jeden Fall, dass ihr wieder reingeschalten habt. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen da. Würde mich natürlich sehr drüber freuen. Ich hoffe, wir sehen uns dann zur nächsten Folge wieder. Bis dahin erstmal ein Jahr und abgeklatscht. Tschüss.